Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich habe jetzt knapp 2 bis 3 Wochen kein Video mehr gemacht, da ich mein Setup ein wenig umgestellt habe, meinen Schreibtisch umgestellt habe, ich sehe das im Hintergrund und eben jetzt alles neu einrichten musste, neue Steckdosen bestellen und so weiter und so fort. Deswegen war es mir nicht möglich, zeitnah ein neues Update zu bringen. Ihr könnt mir an dieser Stelle auch gerne auf Twitter folgen, wenn ihr wirklich immer laufend von mir lesen wollt, auch wenn ich gerade mal kein Video mache. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt los mit diesem Video. Ich habe in diesem Video, glaube ich, 2, 3 wichtige Punkte für alle Leute, die eben Bitcoin-Investoren sind oder in Bitcoin investieren wollen. Und ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Und wir beginnen die Analyse am Weekly Chart, wo wir eben 2, 3 interessante Beobachtungen machen können. Wir haben jetzt hier konkret in diesem Nachfragelevel Support gefunden, aber wir haben noch nicht wirklich ein Zeichen, dass Leute auch interessiert sind, dieses Nachfragelevel zu kaufen. Nur mal kurz zur Erklärung, was ist ein Nachfragelevel? Ein Nachfragelevel ist ein Bereich auf dem Chart, der zu einem starken Schwung nach oben geführt hat. Das haben wir hier gesehen, das sehen wir auch hier, wo wir diesen Schwung zum All-Time High gesehen haben. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch Supply Levels, das heißt, es sind Angebotslevels. Das ist genau das Gegenteil, das sind Level, die eben zu einem starken Schwung in die Gegenseite führen, also nach unten, was wir eben zum Beispiel hier gesehen haben. Uns interessieren uns aber jetzt erstmal die Nachfragelevel auf dem Chart und hier seht ihr zum Beispiel auch schon mal, wie signifikant so ein wöchentliches Nachfragelevel auf dem Chart sein kann. Konkret hat dieses Level hier nämlich 280 Tage gehalten. Wir haben hier diesen ersten Touch gesehen, dieses Nachfragelevel, was in einem Docht von knapp 40% geendet hat. Das heißt, sowas wollen wir sehen, sowas indiziert, dass wir Käufer im Markt haben und wir wollen eben sowas auf einer wöchentlichen Basis gerne sehen, um zu sagen, ja, das könnte jetzt vielleicht erstmal der temporäre Boden zumindest sein. Die schlechte Nachricht ist, dass wir das momentan absolut noch gar nicht sehen, was auch ziemlich wunderlich ist, da eben dieses Nachfragelevel zurzeit ja ziemlich ignoriert wird. Also wir haben zwar hier einmal kurz Support gefunden, aber jetzt auch nicht wirklich aufregend und wir dümpeln jetzt immer noch vor uns hin in diesem Bereich. Wir sind auch jetzt momentan gerade einen größeren Preisschwung nach oben. Wir sind jetzt gerade auf $3.400 hoch, aber dennoch langfristig gesehen absolut noch kein Zeichen für Käufer. Das gleiche sehen wir uns jetzt auch auf dem Daily Chart an. Auf dem Daily Chart haben wir jetzt eben diesen Bereich als Zone etabliert. Das wäre dieses starke Support Level, auf dem wir momentan noch, ja, bouncen sozusagen gerade im Moment, und wir haben dieses Support Level hier geformt, was uns jetzt eigentlich den wichtigsten Bereich diktiert für die nächsten Wochen, Tage, Monate, wenn nicht sogar Jahr. Das heißt, hier wäre jetzt das ultimative Support Level, wo wir wirklich sagen können, okay, wenn in diesem Bereich keine Käufer sind, dann ja, weiß ich auch nicht mehr, weil dann haben wir hier nicht mehr wirklich viel Daten, mit denen wir arbeiten können. Da müssten wir wirklich, glaube ich, sogar einen Log-Chart aufrufen. Das wären jetzt mal die signifikanten Levels auf den Chart. Wie gesagt, der momentane Support hält hier noch. Die nächste Support-Area, und so muss man das auch einfach bezeichnen, wäre zwischen $3.000 und $1.900. Also man kann jetzt hier nicht sagen, 2.800 auf den Dollar genaue Support. Das funktioniert hier nicht auf so einer großen wöchentlichen und auch Tagesbasis. Irgendwo in diesem Bereich wäre jetzt der starke letzte Support, der irgendwo hier gefunden werden müsste. Ist auch alles gar nicht so interessant, weil den direkten Boden erwischen wird sowieso fast keiner. Also wenn, dann nur mit Glück, weil, wie gesagt, irgendwo All-In gehen, wo der tatsächliche Boden ist, ist relativ unwahrscheinlich. Was wir jetzt machen oder was eben das Ziel dieses Videos ist, ist ein kleiner Anstoß ans Risk-Management bzw. Risk-to-Reward-Management. Ihr müsst euch einfach generell die Frage stellen, weil eben diese Frage, glaube ich, am öftesten auftaucht. Wann kaufen, wo kaufen, ja, warum kaufen. Ihr müsst einfach euer Risiko definiert haben. Und für alle Leute, die jetzt eben hier
kaufen würden, bei 3.100 Dollar, weil sie einfach sagen, okay, sie finden den Preis ansprechend, die gehen schon ein sehr großes Risiko ein, weil wenn ihr jetzt hier kaufen würdet, dann müsstet ihr wirklich sagen, und das glaube ich, sagen auch die meisten Investoren, ich glaube nicht, dass die irgendwie einen geplanten Exit-Punkt noch haben. Der nächste passende Ausstieg, wo man sagen könnte, okay, meine Idee ist wahrscheinlich invalid und ich werde jetzt eben nicht diesen Einstiegspreis gefunden haben, der wirklich als Boden vorhanden ist. Das wäre dann wirklich ein Stop-Loss in diesem Bereich unter diesem Swing Low, das wir hier geformt haben. Das wäre dann ein knapp 50%iger Stop, den ihr hier fahren müsstet oder wo ihr euer Risiko definiert habt. Das heißt, ihr habt jetzt hier ein Risiko von 50% definiert. Wenn ihr jetzt ein Kapital habt von 100.000 US-Dollar, dann würdet ihr sagen, okay, maximal Risiko pro Anlage 3%. Wenn ihr riskanter seid, vielleicht 5%. Wenn ihr extrem riskant seid, 10%. Aber der nicht so risikohafte Ansatz wäre 3%, wobei viele auch sagen, dass 3% schon so viel Risiko ist und viele auch nur 1% Risiko gehen. Dann könntet ihr maximal 3.000 Dollar riskieren, 100.000 mal 3%. Wenn ihr jetzt aber in einer Anlage allein schon 50% riskiert, dann würde das für euch im Umkehrschluss heißen, dass ihr nur 6% eures Gesamtkapitals investieren könntet, um eben ja nicht mehr als 3% eures Kapitals zu verlieren. Das heißt, in diesem Fall könntet ihr maximal 6.000 Dollar hier in diesem Bereich investieren, wenn ihr euch an gewisse Risikomanagement-Richtlinien halten würdet. Das wäre jetzt wirklich so der High-Risk-Ansatz. Dann ist halt die Frage, wo ihr euch selber einschätzt. Seid ihr eine extrem risikoreiche Person und sagt, okay, ich nehme 50% Risiko in Kauf. Und wenn wir dann wirklich von einem ja, extrem langen Anlagehorizont ausgehen und wirklich von einem neuen All-Time-High, und ich gehe davon aus, dass wir dann mindestens die 20.000 wieder treffen, dann hättet ihr hier ein Risk-to-Reward-Verhältnis von 10, 500% Wachstum im Vergleich zu 50% Verlust, wäre dann eben ein Risk-to-Reward-Verhältnis von 10, wenn ihr sogar noch von einem stärkeren Wachstum ausgehen würde, zum Beispiel jetzt auf 35.000 Dollar hoch, dann hättet ihr ein Risk-to-Reward-Verhältnis von 20. Ja? Wenn ihr aber sagt, ihr seid jetzt nicht so die risikofreudige Person und ihr würdet gerne auf einen Einstieg warten, wo ihr nicht ja, euer halbes Kapital aufs Spiel setzt, dann gibt es auch andere Varianten. Nämlich, sagen wir, dieser Bereich würde der Support halten, in den nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Wir dümpeln hier hin und her, wie bei den 6K ungefähr. Und ihr seid einfach zu diesem Zeitpunkt nicht im Markt. Also ihr kriegt das mit, ihr seht den Chart, ihr seht, okay, wir sind immer noch in diesem langweiligen Bereich. Ihr habt keinen Stress, hier in den Markt zu kommen, da ihr nicht wisst, ja, testen wir diese Lows nochmal, ihr wollt jetzt euch nicht diesem Risiko preisgeben, dann gibt es immer noch diese Variante. Wenn wir wirklich diesen Bruch sehen und wenn wir dann eben auch diesen Pullback zu diesem Support sehen, dann habt ihr euer Risiko einfach um Welten besser definiert, als wenn ihr hier euer Risiko auf 50% schraubt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Bärenmarkt vielleicht sogar mit einem Katalyst hinter uns gelassen haben, ist hier um einiges erhöht. Also extrem stark erhöht. Und ihr könnt dann wirklich hier eure Positionen aufbauen. Und das Wundervolle daran ist, dass ihr hier wirklich dann nur noch knapp 50% Risiko fahren müsstet in dieser Position, um eben auf diesen Peak zu kommen. Natürlich, prozentual gesehen, macht der Investor, der jetzt hier unten investiert, um einiges mehr. Ja, weil er natürlich hier schon einsteigt, das Risiko auf sich nimmt. Aber wie ich vorhin eben schon gesagt habe, derjenige, der hier unten investiert, hat ein Risk-to-Reward-Verhältnis von 10. Mit diesem Ansatz, mit diesem sicheren Ansatz, in dem ihr einfach wartet, bis wir klare Zeichen sehen vom Markt, habt ihr ein Risk-to-Reward-Verhältnis von 18. Das heißt, ihr übertrumpft diesen Investor um Längen mit diesem Risk-to-Reward-Verhältnis, was eigentlich für eine ja, risikoneutrale Person eher zu wählen wäre. Das heißt, zusammenfassend zu sagen in diesem Video, wir müssen auf Zeichen der Käufer warten. Wenn ihr wirklich einfach sagt, okay, mir egal, ich kaufe jetzt einfach, dann habt ihr euer Risiko ziemlich schlecht definiert, muss ich sagen, was man natürlich auch machen kann. Also ich habe in diesem Bereich auch schon ein paar Positionen gekauft, aber ihr müsst es eigentlich einfach auf euer Gesamtkapital rechnen. Was viele Leute, glaube ich, falsch machen,
ist einfach, dass ihr Investitionskapital jetzt vielleicht nur bei 5.000 liegt oder bei 10.000 und von diesen 10.000 eben direkt 10.000 investiert werden hier und sie einfach dann riskieren, 50% von ihrem Kapital zu verlieren, was natürlich extrem viel ist. Wenn ihr wirklich euer Risiko definieren würdet mit eurem 10.000 Euro Kapital, dann würdet ihr maximal zulassen, dass ihr 300 Dollar verliert. Das heißt, ihr könntet hier maximal 600 Dollar investieren. Und das wäre euer Risikomanagementsystem, was ihr unbedingt implementieren solltet, um eben nicht zu sehr auf die Schnauze zu fliegen, sozusagen in dem Fall. Solange wir hier keine klaren Kaufzeichen sehen, wie eben in diesem Fall, was ein eindeutiges Kaufzeichen gewesen ist, dann haben wir als langfristige Investoren eigentlich auch hier nicht viel in den Markt verloren, weil eben das Risiko viel zu hoch ist. Ja? Und das war einfach nur mal so mein Denkanstoß für dieses heutige Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, schöne Tage.